Hallo und willkommen zurück zu The Hunter Call of the Wild. So, hier haben wir wieder eins trabend. Das heißt, hier können wir wieder eine Spur oder eine Fährte aufnehmen und verfolgen. Dann gucken wir mal, wo die uns hinführt, ob wir das Tier denn letztendlich jetzt wirklich sehen. Ich weiß echt gar nicht, wie ich die Mission da erledigen soll, da den Dammhirsch zu fotografieren. Hier wieder Scheiße. Hat gerade gefressen, dann ist das wirklich nur am Kacken, das Vieh. Oh, da kam ein Warnruf. Das heißt, na, schon wieder die falsche. Da, ich habe schon gesehen. Hier wahrscheinlich auch. Da oben drauf läuft es. Aber das Gras ist hier ziemlich hoch. Der Wind steht gut, denn unser Geruch wird weggeblasen. Da, wo ich hingucke, war es doch gerade. Ich habe es definitiv gesehen. Die Frage ist, hat das uns jetzt gesehen? Da kommt es. Oder nicht? Nee, das ist der Baum. Wo ist denn das jetzt? Ich habe das doch gerade gesehen. Habe ich den falschen Caller? Das finde ich auch noch ein bisschen schade. Die werden hier nicht richtig dargelegt, welchen Caller man wofür braucht. Wahrscheinlich im Shop wird es stehen, aber am Anfang hat man beide freigeschalten. Und da steht nämlich eben gar nichts, ne? So, ich glaube, da jetzt kommt es aber. Genau vor uns. Hinter der türkisen Dings, da seht ihr, jetzt sieht man die Ohren schon mal da. Ich zieh mal drauf. Über den türkisen müssen wir mal gucken gleich. Bewegt sich was? Da sind die beiden Öhrchen schon. Aber ich glaube, das hat mich bemerkt. Und jetzt geht die Sonne unter. Jetzt seht mal, jetzt verändert sich die Welt. Also die Atmosphäre ist wirklich, wirklich toll. Seht ihr die Sonnenstrahlen, wie die sich widerspiegeln? Ich weiß nicht, ob man das auf YouTube sieht. Hier sieht man das also wirklich, als wäre man abends draußen so spät. Und die Sonne geht letztendlich unter, ne? Ich könnte schwören, dass, also ich habe das auf jeden Fall gesehen, das Tier. Aber ich glaube eher, das hat mich schon wieder bemerkt. Weil das hatte ja eben diesen Warnton oder Warnruf schon abgegeben, ne? Dass es mich bemerkt hat. Zumindest von der Geruchsebene her kann es mich nicht bemerkt haben, weil wir sind sozusagen, wenn ich jetzt dahin gucke, von da kommt der Wind, wir sind also mit Gegenwind. Das heißt, der Geruch wird nach hinten weggebeamt, ne? Seht ihr ja auch rechts unten im Kreis an dem Kegel. So, ich meine Wette, wenn ich jetzt nach vorne crouche, kommt uns das Vieh entgegen. Ist das dann eine Pflanze oder ist das dann ein Kopf mit zwei Ohren? Also ich bin mir da nicht sicher. Versuchen wir es nochmal zu locken. Er antwortet aber auch nicht, ne? Komm, Tierchen, zeig dich. Also, wir können eine Wette abschließen. Mein Jägerherd sagt mir jetzt, ich soll jetzt hier sitzen bleiben. Da wir aber Folgen aufnehmen, will ich euch was zeigen. Ich werde jetzt vorgehen und dann wird sofort ein Ton ertönen von dem Vieh. Dann werden wir das anvisieren und dann wird da stehen Warnton. Passt mal auf. Ich habe so ganz schwer im Gefühl. Oder das Vieh hat uns jetzt wirklich entdeckt schon und ist schon über alle Berge. Und das ist das ja. Das Jagen ist hier deutlich schwieriger
als in Classic, ne? Ganz klar. So, wir haben wieder eine neue Futterstelle. Das ist schon mal nicht schlecht. Das war hier oben, das wird uns bemerkt haben. So, komm. Untersuchen. Ort zur Karte hinzugefügt. Und kriegen wir wieder was freigeschalten. Ne. Das heißt, das hat hier gefressen und ist jetzt weg. Da, oh, da, oh, 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 wo ist es, wo ist es? Das hört sich groß an. Ich vermute, wir haben nicht den richtigen Caller mit. Das hat sich so angehört wie ein Rothirsch, ganz ehrlich. Aber der war nicht klein, der Kollege. Deswegen will ich den jetzt nicht versauen. Ich muss noch ein bisschen hier rüber. Ich vermute mal, dass er hinter dem Wall ist. Wegcallen, was das Zeug hält. Wenn wir den falschen Caller natürlich mit haben, können wir nichts machen. Und ihr dürft doch nicht vergessen, wir haben immer noch die Pizzles Standard Munition, die weder Schaden macht, noch wirklich Verwundung anrichtet, ne? So, der Wind steht gut für das Tier, wenn er von vorne kommt. Mann, das hörte sich groß an. Das wäre echt schade, wenn wir das jetzt verloren hätten, das Vieh. Das war auf jeden Fall ein männliches Tier und ja. Wenn ich sogar schon vier ändere. Wir wollen ja mal am Anfang nicht so hochgreifen, ne? Komm, wir riskieren's. Hier sind die also immer zwischen 13 und 17 Uhr anzutreffen. Gehen wir jetzt zurück auf unsere Uhrzeit. 17.30 Uhr, das heißt, die haben hier gefressen. Passt also, ne? Man muss sich dann sozusagen die Orte merken, wo welche Tiere anzutreffen sind. Ruhend kann man die antreffen hier zwischen 13 und 17. Das heißt aber nicht, dass die jetzt immer hier sind um diese Uhrzeit, sondern die können hier sein, ne? So, und ich glaube, wir verfolgen den sogar. Ist das die Spur von dem? Bisher ja. Und ihr seht, er ist hier durch Dickicht gelaufen. Aber das wird uns bemerkt haben. Und das wird eben ein Warnruf gewesen sein. So nach dem Motto Edgy Badge, verhalte ich noch leiser, dann findest du mich auch. Trotzdem nehmen wir natürlich jetzt alle Spuren mit, die wir bekommen. Wir werden uns jetzt mal hier auf den Wall begeben. Und immer schön dem Dammhirsch hinterher. Ne? Oh, da hinten ist irgendwas, was das zu sagen hat. Das sieht mir aus, so nach dem Motto, klepper mal wohin, Jung.
Aber ich hoffe nicht wieder so ein Scheiß mit den Seilen oder so, dass ich hier auch Seile brauche. Wir verfolgen weiter unsere Spur. Kommen wir an dem Punkt vorbei, gehen wir mal dahin. Also es gibt viele, viele neue Dinge zu entdecken, auch für mich hier auf dieser Map. Und das mit euch zusammen, und das ist ja das, was Spaß macht. Ich höre da die ganze Zeit hier was laufen. So, da ist ein Ruf, ein Brunfschrei, seht ihr? Der läuft also vor uns irgendwie weg, der Typ. Der Dammhirsch. Vieh aber. Das Problem an der Sache ist, wenn ich jetzt hinterher hechte, wird er mich bemerken. Wobei der Wind, der steht noch gut, ne? Gar keine Frage. Aber ihr merkt, wenn ich so tief gehe, mein Puls da unten. Ne? Würde ich jetzt rennen, wird das schneller schlagen und rot ausschlagen. Das heißt, ich hätte keine Power mehr, irgendwie zu laufen. Und hörte, wie die Äste an meine Jacke rumzerren. So, hier ist eine Spur. Ich will aber auch wissen, was das da hinten ist. Mann. Was ist das hier? Hallo? Was soll das sein? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe aber hier nichts irgendwie, wo ich mit interagieren kann. Vielleicht kann ich hier was aufbauen. Das wird eine Schlafstelle sein, meine Freunde. ZZ oder zum Schlafen. Dass das vielleicht hier geschlafen hat. Ja. Aber ob das so ist, das werden wir in der nächsten Folge feststellen. Denn diese Folge ist zu Ende. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Und bis dahin. Tschüss, ciao und bye bye.